De Camargo, hier haben wir die Szene dazu. Ja, De Camargo springt hier zunächst mal ziemlich heftig dem Rupnik ins Kreuz. Und jetzt Achtung. Kopfnuss, naja, Kopfnüsschen, wenn überhaupt. Eieiei. Also, Rupnik, das ist für mich viel zu hart, so wie das hier entschieden wurde von Dr. Felix Brüch. Denn De Camargo geht da auch Richtung Rupnik. Und dann glattrot und Elfmeter, das ist in der Summe sehr, sehr heftig, die Entscheidung gegen die Berliner Hertha. Und ein Spiel im Pokalviertelfinale, so eine Entscheidung in der Verlängerung. Da muss man sich eigentlich schon sehr, sehr sicher sein als Schiedsrichter. Natürlich Diskussion, da beim vierten Offiziellen. Preetz, Skibbe. Also da hat nun wirklich niemand mit gerechnet, glaube ich. Das ist ein Ding. 100 Minuten rum im Berliner Olympiastadion. Auch Lucien Favre ein bisschen überrascht. Philipp Dahms, der Kapitän, nimmt sich den Ball. Gegen Kraft. So, Niemeyer fragt nochmal nach bei Brüch. Also ein Geschenk für die Borussia aus Mönchengladbach. Kann er es annehmen? Philipp Dahms gegen Kraft mit dem Tor für Gladbach. Ein Stück näher ins Olympiastadion geschossen, ins Finale nach Berlin, da wo sie hier spielen gegen die Hertha. Philipp Dahms, 102. Minute, aber ein Tor mit einem sowas wie von bitterem Beigeschmack. Und ehrlich gesagt kann man nur hoffen, dass das nicht die entscheidende Szene war in diesem Spiel. Völlig fassungslos. Rupnik, da haben wir das nochmal. So, und jetzt die entscheidende Bewegung kommt von De Camargo. Also das ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, schon fast ein kleiner Witz. Ganz bitter für die Berliner. Rupnik steht da, De Camargo macht die Bewegung mit dem Kopf. Dann eine kleine Schauspielerin.